Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist Wilde Umarmungen von Nalini Singh. Das ist ein Teil der Gestaltenwandler-Reihe. Ich habe jetzt gesehen, es ist jetzt nicht der offiziell 16. Band, sondern es ist halt so ein Zwischenband, der jetzt eigentlich nicht zur ursprünglichen Reihe zählt. Denn in diesem Buch sind vier Kurzgeschichten drin. Der erste Band der zweiten Staffel, also der offiziell 16. Teil, kommt nächstes Jahr im Februar oder März raus. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich liebe die Gestaltenwandlerei von Nalini Singh und jeder sollte die unbedingt lesen. Und ich bin auch immer noch der Meinung, man sollte sie definitiv in der Reihenfolge lesen und sich da einfach mal durchkämpfen durch diese ganzen 15 Bücher, die es da bisher gibt. Und ja, wie gesagt, Wilde Umarmung ist so ein Zwischenband. Hier sind vier Kurzgeschichten drin. Hier geht es einmal um einen Medialen, der auf dieser einen Unterwasserstation arbeitet. Und dann geht es um Dorian, eine kurze Geschichte. Die fand ich sehr, sehr süß. Sie hat auch nur 40 Seiten umfasst. Dann haben wir hier noch eine Geschichte zu Kenji. Und da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut, als ich das gelesen habe, dass Kenji hier seine Geschichte bekommt. Und das vierte Pärchen wäre Felix und Daisy, um die es hier geht. Und ich muss sagen, dass ich jede Geschichte für sich wirklich sehr, sehr süß fand. Es waren halt Gestaltenwandlergeschichten in Kurzfassung. Also Nalini Singh hat hier quasi alles, was normalerweise in einem Buch über 400 Seiten passiert, auf 100 Seiten zusammengequetscht, für jedes einzelne Pärchen halt in dieser Geschichte. Und ich muss sagen, dass ich es sehr, sehr gut fand. Es war natürlich dadurch nicht so perfekt ausgearbeitet und ausgereift wie die ursprünglichen Bücher, aber es hat mich sehr, sehr gut unterhalten und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese vier Kurzgeschichten zu lesen. Und ich hatte ja ursprünglich vorgehabt, die an jedem Adventssonntag zu lesen, aber wo ich dann einmal angefangen hatte, hat es mich gepackt und dann wollte ich alle vier Geschichten lesen und dann wollte ich wissen, was mit Felix passiert und dann wollte ich wissen, was mit Kenji ist. Und ja, ich fand es einfach ganz, ganz toll und ich mag die Gestaltenwandlerei einfach sehr und ich kann euch Wilde Umarmungen auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn ihr die Gestaltenwandlerei lest, solltet ihr Wilde Umarmungen auf jeden Fall lesen. Wie gesagt, auch wenn es kein richtiger Teil zur Reihe ist, sondern nur so ein Zwischenband mit diesen vier Kurzgeschichten. Ich finde, es gehört einfach da dazu. Ich kann zu den einzelnen Geschichten nicht sehr, sehr viel sagen, weil ich nehme sonst zu viel vorweg, weil wie gesagt, eine Geschichte hat so ungefähr 120, 130 Seiten und ich möchte ja hier nicht so viel vorwegnehmen bei diesen kurzen Geschichten. Aber sie sind alle sehr, sehr süß und sehr, sehr toll so für sich, aber sie sind halt auch sehr, sehr kurz und knackig gehalten von der Storyline her und manches wirkt halt sehr, sehr flott in dieser Geschichte. Und das liegt aber halt einfach an der Kürze. In den eigentlichen Büchern ist es ja alles viel besser ausgearbeitet und dann geht das Ganze auch langsamer vonstatten wie jetzt hier. Ich fand das jetzt aber nicht schlimm. Ich fand es toll, wieder in die Welt einzutauchen. Ich liebe den Schreibstil von Nalini Singh. Ich liebe die Welt, die Nalini Singh hier erschaffen hat. Die Gestaltenwandler-Reihe ist für mich quasi die Reihe mit dem besten Worldbuilding ever. Ich liebe die Welt, wo Menschen, Mediale und Gestaltenwandler zusammen drin vorkommen. Und allein diese Vorstellung, dass es sowas gibt, ist so cool. Und ja, Nalini Singh hat das einfach hier perfekt ausgebaut. Diese Welt ist perfekt erschaffen. Da gibt es keine Fragen, da ist nichts, was unklar ist oder irgendwas, was unlogisch ist. Also ich habe da echt großen Respekt vor dieser Frau, dass sie diese Reihe geschrieben hat. Und diese ganzen Intrigen, die auch in diesen Geschichten immer drin vorkamen, das ist Wahnsinn, was die Frau da alles im Kopf haben muss. Und dass sie auch noch weiß, wer mit wem und wie und was und die ganzen Hintergründe. Und das ergibt alles Sinn und das greift alles perfekt ineinander. Und ja, das ist der Grund, warum ich die Gestaltenwandler-Reihe so liebe. Also tolle Schreibstil, tolle Charaktere, ein wahnsinnig geiles Worldbuilding. Und die Geschichten sind perfekt ausgearbeitet. Und wie gesagt, hier haben wir vier Kurzgeschichten, die super ineinander greifen. Und diese vier Kurzgeschichten machen einen wieder richtig Lust auf die neue Staffel von der Gestaltenwandlerei. Und ich freue mich schon sehr, denn im ersten Teil von der zweiten Staffel geht es um Silver Merchant. Und Milo bewegt sich. Was ist denn, mein Schatz? Und jeder, der diese Reihe kennt und gelesen hat, weiß ja, dass Silver Merchant die Assistentin von Caleb Krycek ist. Und ich bin da schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte von Silver und ja, freue mich dann schon auf nächstes Jahr, wenn die Geschichte erscheint. Und wie gesagt, ich kann euch die Gestaltenwandler-Reihe von Nalini Singh immer nur empfehlen. Falls ihr zwischendurch komische Geräusche hört, die ihr nicht so wirklich zuordnen könnt, mein Hund liegt auf meinem Schoß und er hat wieder Magengrummeln. Und das schon die ganze Nacht lang und sein Magen hat halt wieder Probleme. Ich habe euch ja schon öfters erzählt, dass er eine Magenkrankheit hat und ja, er hat halt sehr, sehr laute Verdauungsgeräusche, die er dann immer macht, wenn er Magenprobleme hat. Deswegen nicht wundern, falls hier komische Geräusche sind, die ihr nicht zuordnen könnt. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, habe ich nicht mehr da. Ich habe es an Sina bereits zurückgeschickt. Und zwar habe ich den zweiten Teil von Das Reich der Sieben Höfe gelesen. Flammen und Finsternis heißt er. Und ich blende euch hier das Cover einfach nochmal mit ein.
ein. Und ich kann hier zum Inhalt nicht wirklich viel sagen. Der zweite Teil knüpft quasi nahtlos an die Geschichte vom ersten an. Wir machen hier einen kleinen Zeitsprung von 3 Monaten. Also es sind 3 Monate vergangen nach dem Ende vom ersten Teil. Wir begegnen hier wieder unserer Protagonistin Feyre. Also sie wird Feyre geschrieben, aber ich glaube Feyre ausgesprochen. Und ja, mit Feyre ist ja am Ende vom ersten Teil etwas passiert und sie muss jetzt irgendwie mit den Folgen, die da passiert sind, klarkommen und das schafft sie aber nicht so richtig. Und sie bekommt halt nicht wirklich die Unterstützung, die sie braucht und auch nicht von den Seiten, von denen sie braucht. Aber sie bekommt unerwartet Hilfe und das aus einer Richtung, die sie nicht erwartet hätte. Und ja, so beginnt die Geschichte quasi und ich kann euch wirklich nicht viel zum Inhalt sagen. Aber ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil so, so viel besser gefallen hat wie der erste. Ich liebe den zweiten Teil. Die Geschichte ist so gut, die ist so perfekt ausgearbeitet, die Charaktere sind so toll. Man kann die Handlungsweisen der Charaktere verstehen, man kann das nachvollziehen. Man tut bei Charakteren, bei denen man Sympathien entwickelt hat, die tut man hier dann am Ende echt nicht mehr verstehen können und sich an den Kopf fassen und man fragt sich, wie konnte ich diesen Charakter jemals mögen? Sarah J. Maas schafft es hier wirklich, die Geschichte komplett neu aufzurollen und alles über den Haufen zu schmeißen, was wir im ersten Teil gelesen haben und das fand ich so gut. Das hat mir so, so gut gefallen. Der Auslöser für diese ganze Situation und diesen ganzen Wandel, da haben einige gesagt, sie können diesen Auslöser für das Ganze nicht nachvollziehen. Ich muss auch sagen, in dem Moment, wo man das Ganze liest, ist es auch für Leute, die noch nie in so einer Situation gesteckt haben, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr schwer nachvollziehbar, warum die Protagonistin diese Situation so ausflippt und warum sie das so fertig macht. Aber jeder, der sich schon mal in so einer Situation gefunden hat und jeder, der sich schon mal, ich sag mal, eingeengt gefühlt hat oder bedrängt gefühlt hat oder sich seiner Rechte beraubt gefühlt hat, in irgendeiner Art und Weise, sei es egal wie, der kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wie gesagt, bei Menschen, die noch nie in so einer Situation oder so einer ähnlichen Situation vom Ansatz her gesteckt haben, für die wird es sehr, sehr schwer nachvollziehbar sein. Die werden sich denken, ja, er wollte ja nur das Beste für sie. Aber ich konnte es verstehen. Ich habe auch mit Sina drüber gesprochen und wir sind uns dabei einig, dass das gar nicht geht, was da passiert ist in diesem Buch und dass wir Feyre komplett verstehen können in dieser Situation und dass wir wahrscheinlich genauso gehandelt hätten. Und ja, dieses Buch ist einfach so unglaublich toll. Ich werde gleich noch ein paar Sachen zu diesem Buch sagen, die nicht spoilerfrei sind, aber das kündige ich dann gleich nochmal an. Aber ich möchte euch gerne 2, 3 Sachen zu diesem Buch sagen, die ich wirklich richtig gut fand. Und jeder, der das Buch gelesen hat, kann ja dann dranbleiben. Alle anderen schalten dann einfach ab und ja, Milo, was machst du denn nur? Und alle anderen schalten dann einfach ab und gucken sich das dann an, wenn sie das Buch irgendwann mal gelesen haben oder die, die es nicht lesen wollen, ach was auch immer. Ihr wisst Bescheid, ich sage es euch, wenn ich gleich anfange zu spoilern. Gehen wir aber nochmal kurz durch. Die Handlung war richtig, richtig gut, viel, viel besser wie im ersten Teil. Die Charaktere waren toll, die Charakterentwicklung war super gut. Ich liebe diesen einen Charakter, den ich jetzt hier namentlich nicht benennen kann, weil ich sonst die Leute spoiler, die den ersten Band noch nicht gelesen haben und lesen möchten. Und ja, auch Feyre war wieder ganz, ganz toll als Protagonistin in dieser Geschichte und auch die Charaktere haben mir alle richtig gut gefallen. Ich kann zu den Charakteren nur sagen, perfekte Entwicklung, perfekte Ausarbeitung. Es war alles super gut nachvollziehbar und ich liebe, liebe, liebe diese Charaktere und diesen einen ganz besonders. Als nächstes kommen wir nochmal ganz kurz zum Worldbuilding. Die Welt, die Sarah J. Maas hier erschaffen hat, ist so, so toll. Man kann sich diese Welt so gut vorstellen. Sie schafft es wirklich hier, eine Welt in deinem Kopf zu bauen, die für jeden greifbar halt auch ist. Ich habe bei High-Fantasy-Geschichten oftmals das Problem, dass ich mir die Welt ja nicht so wirklich gut vorstellen kann. Aber zum einen ist im Buch vorne eine Karte drin, wo man sich das Ganze auch nochmal angucken kann, von den Dimensionen her und so von den Größenverhältnissen. Und ja, man kann sich das Ganze einfach super gut vorstellen. Also beim Worldbuilding kann ich auch nur sagen, top. Was den Schreibstil betrifft, der Schreibstil ist so, so gut. Er ist so toll, die Geschichte ist so schön geschrieben, sie ist actionlastig, sie ist romantisch. Die Worte, die Sarah J. Maas hier an manchen Stellen findet, sind einfach so, so toll. Sie benutzt tolle Metaphern und es ist einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte und wie gesagt, in der Umsetzung, in allem drum und dran, einfach nur perfekt. Ich kann es nicht anders sagen. Wie gesagt, der Schreibstil ist einfach der Oberhammer und Sina sagt immer, Sarah J. Maas ist die Queen of Turns und ich gebe ihr da sowas von recht. Am Ende, die Plot-Twists, die am Ende wieder gekommen sind in der Geschichte. Ich habe hier wirklich gesessen und habe geschrien und habe gedacht, nein, das ist jetzt hier nicht der Ernst, was sie jetzt hier macht. Das kann sie jetzt hier mir nicht antun. Und die letzten 100 Seiten waren wirklich krass. Also
die Wendungen, die hier passiert sind. Und ich habe echt am Ende Angst gehabt und dann, ach, Gott sei Dank, und dann wieder nein und dann wieder. Das war wirklich so ein Wechselbad der Gefühle, so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, weil immer wieder eine Wendung kam und noch eine Wendung und noch eine Wendung und du denkst ja so einfach nur, oh mein Gott. Und ich bin jetzt auf den dritten Teil auf jeden Fall so mega gespannt und freue mich da so drauf. Ich habe mir von meinem Freund auch die ersten beiden Teile jetzt zu Weihnachten und zum Geburtstag gewünscht, weil ich die Bücher gerne einfach haben möchte, weil sie einfach so toll sind und so gut sind und ich werde mir den dritten Teil dann auf jeden Fall auch kaufen und diese Geschichte ist so unglaublich gut und ja, da ich jetzt euch nicht so viel erzählen kann, ohne zu spoilern, komme ich jetzt mal zu dem nicht spoilerfreien Teil. Also alle, die jetzt nicht gespoilert werden möchten, schalten jetzt bitte ab und keine Beschwerden hinterher, ich habe euch gewarnt. Ja, kommen wir mal zur Handlung. Ich muss zur Handlung sagen, dass ich mit was ganz anderem gerechnet hätte. Also ich habe schon damit gerechnet, ne, dass Rhysand hier in diesem Buch eine größere Rolle spielen wird und es war einfach so toll. Also ich fand die Handlung vom Ansatz her richtig, richtig gut. Und ich habe ja im ersten Teil schon bei Rhysand oder wie auch immer jetzt ausgesprochen wurde, ich habe es immer Rhysand gelesen, ich habe ja da im ersten Teil bei ihm schon gedacht, so, boah, irgendwas ist doch mit dem Typen und irgendwas stimmt da nicht. Und es ist einfach so toll gewesen. Und Rhysand ist so, so toll. Er ist so gut und er ist so perfekt, ne? Er ist wieder ein perfekter Typ, die es in Wirklichkeit ja eigentlich gar nicht gibt. Aber er ist wirklich ein ganz, ganz toller Kerl. Und ich fand, Sarah J. Maas hat ihn einfach so viel Liebe eingehaucht bei der Charakterentwicklung. Und ach ja, Rhysand ist einfach so toll, aber ich war ja eigentlich gerade bei der Handlung. Also von der Handlung her kann ich ja sagen, wirklich perfekte Umsetzung. Ich fand es halt auch am Anfang gut, dass Sarah J. Maas hier nochmal aufgezeigt hat, wie die Beziehung zwischen Feyre und Tamlin sich jetzt entwickelt hat. Dass er sie wirklich im Stich lässt und sie da wirklich alleine durchlässt. Und sie vegetiert ja wirklich vor sich hin am Anfang und kommt mit sich überhaupt nicht mehr klar. Und er ist einfach mal nicht da. Er denkt, er tut das Richtige und lässt sie einfach machen und sperrt sie dann da ein. Und ach, das war einfach so schrecklich. Und ich konnte Tamlin da überhaupt nicht verstehen. Und ich habe gedacht, was machst du denn bitte? Ich meine, klar, er hat von seiner Seite aus gedacht, er tut das Beste für sie. Aber das war es halt einfach nicht. Und da sieht man halt, dass er sie auch einfach nicht kennt und er sie auch nicht wirklich kennenlernen wollte. Also der hat sich da wahrscheinlich gedacht, so, sie ist jetzt mein, ich kann mit ihr machen, was ich möchte und eine eigene Meinung braucht sie nicht. Und sie hat es ihm ja nun am Anfang auch wirklich gesagt. Ne? Also sie hat ihm ja auch gesagt, was sie empfindet, was sie stört und er lernt dann trotzdem nicht raus. Ah, Tamlin. Ah. Naja, aber Rhysand ist ganz, ganz toll und ich fand auch die Entwicklung in der Geschichte so gut, dass Rhysand ja eigentlich gar nicht so böse und dunkel ist, wie er dargestellt wird am Anfang und das ist einfach so toll. Diese Charaktere in diesem Buch sind so gut. Ich mochte auch, ich weiß gerade nicht, wie sie hießen, die zwei Freunde von Rhysand. Ich will jetzt keine falschen Namen hier aussprechen, ich kann es auch gerade nicht nachgucken, weil ich das Buch nicht da habe, aber die beiden waren auch so, so toll und auch die Cousine von Rhysand, deren Namen ich auch gerade vergessen habe. Wieso habe ich denn gerade die ganzen Namen vergessen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die Charaktere alle ganz, ganz toll in dem Buch. Und die Charakterentwicklungen waren so gut. Und Rhysand, whatever. Ich habe am Ende gelitten. Ich habe am Ende gedacht, so, oh mein Gott, das kann jetzt nicht sein, dass das den beiden passiert. Und wo man dann am Ende noch mitgekriegt hat, dass es doch nicht so schlimm ist und dass das so geplant ist, dachte ich mir so, oh mein Gott. Ich muss sagen, ich fand das Ende richtig gut. Ich fand die Plot-Twists, die am Ende da rausgehauen worden sind, so mega gut. Und ich denke auch, dass der Freund von Tamlin, sag mal, habe ich denn heute mal alle Namen vergessen von diesem Buch? Ich glaube ja. Wie hieß er denn? Irgendwas mit? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass der Freund von Tamlin, der ja der Gefährte der Schwester ist, ich glaube, dass der im dritten Teil auch noch eine gewisse Rolle mitspielen wird. Und dass er wahrscheinlich auch eine entscheidende Rolle noch mitspielen wird in der Geschichte. Das denke ich mir jetzt einfach mal, weil, wie gesagt, sie stehen ja eigentlich auf gegenüberliegenden Seiten. Und ich bin so auf den dritten Teil gespannt und das, was ich hier erzähle, ist absolut undurchsichtig und total durcheinander und das tut mir voll leid, aber ich fand dieses Buch einfach so gut. Es war so, so toll und ich fand die Handlung so toll, ich fand die Plot-Twist so toll, ich fand die Geschichte mit Rhysand so toll, ich fand die Entwicklung von Tamlin auch richtig gut. Ich hatte bei Tamlin wirklich, am Anfang habe ich ihn gemocht und ich habe dann wirklich im Laufe der Geschichte bei mir gemerkt, wie ich ihn immer weniger mochte und wie ich ihn immer weniger nachvollziehen konnte und wie ich mir einfach nur gedacht habe, du blödes Arschloch, das geht gar nicht, was hast du getan? Und ja, so meine Sympathien für ihn sind dann auch wirklich komplett verloren gegangen in der Geschichte und das hat Sarah J. Maas wirklich perfekt hingekriegt und ich freue mich jetzt so auf den dritten Teil.
Ach ja, so, und jetzt höre ich auf, hier weiter Dünsels zu reden. Die Geschichte war einfach der Oberhammer und der zweite hat mir noch um einiges besser gefallen wie der erste, allein durch Rysand. Er ist einfach so toll. Und ja, ich kann dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Jeder, der dieses Buch gelesen hat und toll fand, wird mich verstehen können. Und ansonsten höre ich jetzt auf, hier Dummsülz zu labern. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wie immer gilt eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.